Am nächsten Morgen kam der kleine Prinz zurück. Es wäre besser gewesen, du wärst zur selben Stunde wiedergekommen, sagte der Fuchs. Wenn du zum Beispiel um 4 Uhr nachmittags kommst, kann ich um 3 Uhr anfangen, glücklich zu sein. Je mehr die Zeit vergeht, umso glücklicher werde ich mich fühlen. Um 4 Uhr werde ich mich schon aufregen und beruhigen. Ich werde erfahren, wie teuer das Glück ist. Wenn du aber irgendwann kommst, kann ich nie wissen, wann mein Herz da sein soll. Es muss feste Brauche geben. Was heißt fester Brauch? Sagte der kleine Prinz. Auch etwas in Vergessenheit geraten ist, sagt der Fuchs. Es ist das, was einen Tag vom anderen unterscheidet. Eine Stunde von der anderen Stunde. Es gibt zum Beispiel einen Brauch bei meinen Jägern. Sie tanzen am Donnerstag mit dem Mädchen des Dorfes. Daher ist der Donnerstag der wunderbare Tag. Ich gehe bis zum Weinberg spazieren. Wenn die Jäger irgendwann einmal zum Tanze gingen, wären die Tage alle gleich und ich hätte niemals Ferien. So machte denn der kleine Prinz den Fuchs mit sich vertraut und als die Stunde des Abschieds nahe war, ach, sagt der Fuchs, ich werde weinen. Das ist deine Schuld, sagt der kleine Prinz. Ich wünschte dir nichts Übles, aber du hast gewollt, dass ich dich zähme. Gewiss, sagte der Fuchs. Aber nun wirst du weinen, sagt der kleine Prinz. Bestimmt, sagte der Fuchs. So hast du also nichts gewonnen. Ich habe, sagte der Fuchs, die Farbe des Weizens gewonnen. Dann fügte er hinzu, geh die Rosen wieder anschauen. Du wirst begreifen, dass dir deine einzig ist in der Welt. Du wirst wiederkommen und mir Adieu sagen und ich werde dir ein Geheimnis schenken. Der kleine Prinz ging, die Rosen wiederzusehen. Ihr gleicht meiner Rose gar nicht. Ihr seid doch noch nichts, sagte er zu ihnen. Niemand hat sich euch vertraut gemacht. Und auch ihr habt euch niemandem vertraut gemacht. Ihr seid wie mein Fuchs war. Der war nichts als ein Fuchs, wie 100.000 andere. Aber ich habe ihn zu meinem Freund gemacht und jetzt ist er einzig in der Welt. Und die Rosen waren sehr beschämt. Ihr seid schön, aber ihr seid leer, sagte er noch. Man kann für euch nicht sterben. Gewiss, ein Irgendwer, der vorübergeht, könnte glauben, meine Rose ähnle euch. Aber in sich selbst ist sie wichtiger als ihr alle, da sie es ist, die ich begossen habe. Da sie es ist, die ich unter dem Glassturz gestellt habe. Da sie es ist, die ich mit dem Wandschirm geschützt habe. Da sie es ist, deren Raupen ich getötet habe. Außer den 2 oder 3 um den Schmetterlingen willen. Da sie es ist, die ich klagen oder sich rühmen gehört habe. Aber auch manchmal schweigen. Da es meine Rose ist. Und er kam zum Fuchs zurück. Adieu, sagte er. Adieu, sagte der Fuchs. Hier mein Geheimnis. Es ist ganz einfach. Man sieht nur mit dem Herzen gut. Das Wesentliche ist für die Augen unsichtbar.